Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Uncharted 4. Hier ist euer Don. Wunderbar, nun kommen wir auf ein paar Rätsel hinzu. Die Gründer. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Hier sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Ja, wir haben diese Sternmuster. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Oh. Nachsehen? Ja, warte kurz. Mehr Piratensymbole. Adam Baldridge, Anne Bonny und Christopher Condent. So, das erste war ziemlich einfach. So, das erste drehen wir einmal so rum. Das zweite so rum. Es gibt zu viele Kombinationen. Schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Ich hoffe noch auf ein paar Schätze. Da sind wir schon zwei. Okay, rein mit dir. Hey, ich hatte recht. Baldridge, Bonny und Condent. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. Wow, dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Ja, nicht schlecht. Hey, sieh mal die Sterne. Die auf den anderen Siegeln von Avery und Two im anderen Raum. Hey, du hast recht. Müssen wir auf die anderen zwei Gemälde das gleiche machen. Ach ja, Condent nannte man Einhandbill. Die andere war wohl angefertigt. Hier ist noch so ein Sternmuster. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Gutes Aussehen ist nicht alles. Bonny war ein Rotschopf. Ja. Hier ist das dritte Muster. Was denkst du? Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Prinzipiell müssen wir noch das letzte. Das müsste jetzt eigentlich klappen. Und zwar diese zwei haben wir bereits schon in Position. Und jetzt müssen wir nur noch den dritten. Voilà.
sind, Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was, willst du einen Freund anrufen? Fast. Ich texte Sam. So. Sind okay. Eigentlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Finden wir die Sternmuster. Okay, ich meine ja nur. Hey, Sully, hilf mir mal. Na klar. Danke. Hängt es gerade? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. Sieh dir Farrells Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. William Mays. Amerikaner? Ja, aus Rhode Island. Wie Thomas too. Ich glaube, das ist hier unten. Das hätten wir. Hey. Bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also, die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht. Aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Bücher, Globus. Dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Hey, Richard Wand. Er war der Kapitän der Dolphin. Puh, er und Baldrige haben wohl um die beste Perücke gewetteifert. Jetzt wäre der zweite Hinweis. Wo versteckst du dich? Ach, hier. So.
Und das... könnte so funktionieren. Diese Richtung schauen. Voilà. Okay. Und wen haben wir hier? Weißt du, ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß es. Ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? Will gerne gebraucht werden, deshalb. Aha, natürlich. Sully, bitte lächeln. Nee, komm schon. Na los, bitte lächeln. Lächle. Yazid al-Basra. Wirkt indisch. Fast. Mogul. Halt, haben die Mogule nicht Avery ausgeraubt? Ganoven-Ehre. Ja.
letzte noch. Was haben wir hier? Ich weiß noch nicht genau. Na, dann schick's doch an Sam. Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piratenexperte. Ich meine ja nur. Okay, einmal. Zweimal. Und das letzte. Okay, mal sehen, was er dazu sagt. Hörst du? Das sieht fast aus. Ja. Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Das sind Hinweise. Ja, pass auf. Voila. Okay, das sind wohl Fassadwinde. Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Und ich schätze, wir packen mal wieder unsere Taschen, Kumpel. Was? Rodeus Quod Licentia. Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Nicht? Warum habe ich das nicht eher erkannt? Scheiße, jetzt spuckst du einfach raus. Wovon zum Teufel sprichst nein, du? Nein, warte mal. Sam, hast du die Fotos? Sieh mal an. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Rafe. Ist eine Weile her. Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein. Ich habe ein Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Nate, du weißt, ich stehe auf Wetten. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow, Rafe Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeiten. Ja, so verlockend das auch klingt, Rafe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay. Rodeus Quod Licentia. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe gerade noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Ach, was für ein Klugscheißer. Shit. Lass mich raten, Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs. Sam. Für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Rafe weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken. Sam? Sam! Verdammt. Hey. Ich kauf dir ein neues.